Moin zusammen und willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Im letzten Part haben wir die erste Welt abgeschlossen, haben dort noch alle Sterne eingesammelt und sind jetzt in der zweiten Welt gelandet, wo wir uns schon ein bisschen durchgekadert haben. Und ich habe jetzt mein Wii U Gamepad angeschlossen, beziehungsweise erstmal Akku aufladen. Es ist an Strom, deswegen gehe ich jetzt auch einmal ganz schnell zurück in die erste Welt. Denn hier gab es noch einen Toadie, der ganz aufgeregt im Kreis gerannt ist. Und wo es noch 5 Sterne gibt zu holen. Und die holen wir uns einfach mal. Los, Toadie! Captain Toad will hoch hinaus! Ach du Scheiße. Was geht jetzt hier ab? Captain Toad, der furchtlose Jäger der grünen Sterne, bricht zu seinem ersten Abenteuer auf. Hilf ihm dabei, alle Hindernisse sicher zu überwinden und alle 5 Sterne in diesem Level einzusammeln. Wenn du das geschafft hast, gehören sie dir. Wege die Kamera dabei mit Hilfe von R und die Umgebung aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Übrigens kannst du die Kamera auch bewegen, ne? Ja. Oh, und eins noch. Captain Toad kann nicht springen, also sei vorsichtig. Okay. So. Gut. Also müssen wir uns jetzt sofort bewegen, ohne zu... Ja, das ist ja kein Problem. So, warum brauche ich jetzt nochmal das Gamepad hier? Wegen der Kamera wahrscheinlich. Aber das hätte ich eigentlich mit normalen Controller auch machen können. Übrigens, da unten ist noch ein Stern. Den wollen wir natürlich auch noch haben. So. Diese Musik ist so dämlich. Warte, Plattform, warte, warte. So, einmal drehen. Ein bisschen in diese Richtung. So. Gehen wir da mal durch. So, da ist nämlich ein Stern. So, dann mal nochmal zurück. Wo muss ich denn Viecher aufpassen? So, alles kein Problem. Das ist, oh Gott, jetzt muss ich ja mal pusten. Ich hasse diese Funktion. Moment. Ja, kann... Das ist schön, wenn man pusten will, geht das alles mit. Oh, ich kann auch so machen. Ich rede einfach mal da rein. So. Das ist so dämlich. Ich hab's jetzt oben, ja, schön. Ich hasse diese Funktion, besonders wenn ich ein Let's Play aufnehme. Meine Fresse. So, ich hab's übrigens geschafft. Weil da muss ich dämlich lachen. Ganz dämlich lachen. So. Wir haben's geschafft. Bitte nie wieder. Nie wieder pusten. Ich ahne aber schlimm ist, dass die Dinger immer größer werden. So, ganz viele Sterne für uns. Tada! Ja, 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 ist okay. Speichern. Ja, alles okay. Ist alles in Ordnung. So, gehen wir zurück. Schilder, 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 Schilder. Quietsch, quietsch, quietsch. So, und dann machen wir die andere Welt hier oben auch noch. Da brauche ich das Gamepad nämlich auch. Und ich hoffe, ich muss nicht pusten. Ich hasse Pusten. Pusten ist doof. Und wir ziehen jetzt auf den Pustegipfel. Und da ist Puste im Gipfel drin. Ich mag Pusten nicht. Und da ist eine Plattform. So. Jetzt brauche ich sogar das Ding, weil sonst komme ich hier wahrscheinlich nicht hoch. So, ich habe angetippt. So, schauen wir mal, was hier noch so alles Schönes gibt. Kann ich noch die Kamera drehen. Ist nix. Dann gehen wir hier weiter. Tippen das Ding wieder an. Alles mit dem Pad. Alles mit dem Pad. Oh, dann zieht die Gumbas. Oh, sogar 2 Trete. Kann man eigentlich treten? Nein, kann man nicht. Warum kann man nicht treten? Wieso wurde diese Funktion entfernt? Dass man mit Y treten kann. Ich kann nur machen. Nicht schade. So. Tipp. Fahrstuhl. Bumsi für uns. Und da sind kleine Kumpels von da. Und die sind so patzig. Die sind so patzig. Aber gemeingefährlich. Denn sie sind klein und wuselig. Und hier habe Piranhas. Die tun wir jetzt einfach mal killen. Wenn man das Feuer nicht lässt. Sonst nein. Mario. Kannst du bitte nicht die Richtung? Dankeschön. So, antippen. Oh, ich muss die einzeln antippen. Auch nicht schlecht. Bam, baham. Kann man ja schon fast besser aufs Gamepad gucken. Da würde ich gerne hoch. So.
war Gott sei Dank der erste. Ich geh nochmal wieder an den. Ist da noch irgendwie was? Nö, da ist nichts. Das ist nur so da. So. Mitte. Da ist eine Münze. Das möchte ich gerne haben. Und ich muss da pusten. Ich hasse Pusten. Ich glaube, das habe ich schon oft genug gesagt, dass ich Pusten hasse, ne? So, Moment. So, war das genug gepustet hier? Ich möchte schon gelöst, sich zu pusten. Jetzt muss ich schon wieder pusten. Ich puste so, weil die Gumbas weg. Okay, jetzt finde ich es toll. So, da hinten ist eine Wolke. Würde ich gerne hin. Hier gibt es bestimmt wieder tolle Sachen. Es ist übrigens toll zu pusten, wenn das Mikro neben einem steht. Das ist für ein Mikro besonders toll zu pusten. So. So. Speed! Oh Gott, Mario, dicken Bauch voraus. Stärke! Hui! Voll dicken Bauch voraus. So. Kann ich hier auch mal pusten? Oh, ich puste sich Sachen. Oh. Ein Leben. Da ist nix. Da auch nicht. Da auch nicht. Es ist eigentlich nicht schlimm, mit dem Gamepad zu spielen. Bloß ich habe das lieber so einen Controller in der Hand. Deswegen ist Gamepad für mich eigentlich immer so bläh. Nicht mein Ding, so ist nur wieder. Da kann ich nicht pushen. Also weg machen. Dankeschön. Weil da drunter ist wieder ein Stern. Ich muss wieder pusten. Über diese Pusteritis hier. Pusten macht Spaß. Habe ich schon mal gesagt, dass Pusten Spaß macht? Ja, pusten und gleichzeitig hier Dingens halt, ne? Springen und so, das ist schwierig. Gut. Jetzt darf ich einen Stern nochmal holen. Ja, das ist ganz klassisch hier. Das finde ich super. Die Gummis wegpusten macht Spaß. Hi. So. So. Mal pusten. So, und nochmal zur Wolke. Wolke ist ja nicht schwierig. Einfach Stern einsammeln und viel gescheuert in eine Richtung rennen. Kann ich die Musik nicht behalten? Ist toll. Nein, es muss die Sternmusik sein. So. Speed! Woo! Arrivederci! Das Leben wieder. So, war hier noch etwas versteckt? Ja, oder war noch eine Feuerblume? Geht das nur im Rennen? Also, das Rutschen? So wie das aussieht, ja. Der Sprung war auch schon mal einfacher. Ja, ich höre, dass du mich beschweren. Es ist ein tolles Spiel. Es ist ein super Spiel. Und ich muss wieder pusten. So. So, jetzt konzentrieren wir uns hier. So läuft das viel besser. Zack. Und zack. Ich muss wieder pusten. Das war klar, dass es irgendwann kommt. So, jump. 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 Und bitte lass mich nie wieder pusten. Irgendwas quietscht hier. Jetzt nicht mehr. Aber irgendwas gerade so. Ich glaube, für die Fahnen kann man am besten das Kätzchen immer dabei haben, dass man in Reserve das Glöckchen hat. Dann kriegt man die Fahnen auch viel besser. Ich glaube, die Fahnen mache ich mal offline, weil Sterne haben wir ja gesehen, wo die alle sind. Das ist eigentlich das... Ja, ich hoffe zu pusten. Lass mich hier ruhen. Ja, ist okay. So, ich spiele es einfach mal mit dem Gamepad weiter.
und hier ist ein Häuschen oben drin. Warum auch immer? Nee, die Fahne. Ich hab das Level ja gesehen. Du weißt, was alles ist. Kätzchen! Miau, miau! Miau! Das lenkt voll ab! Ich bin Katzenfetischist. Das ist... Ah. Ich stehe voll auf Katzen, ne? Das ist schon klar. Ich hab das schon richtig verstanden. Ja. Ich glaube, das brauche ich nicht weiter erläutern mit dem Fahren. Ist klar, was ich meine, ne? Übrigens, die Blumen tanzen. Die Hügelchen übrigens auch. So, dann gehen wir mal hier hoch. Da oben ist eine Maus. Besuchen wir mal die Maus. Ja, komm, besuchen wir die Maus. Ich kann auch super die Zeit sehen, weil die Maus davor ist. Also nicht die hier, die am PC. Also, ja, gehen wir jetzt einfach rein. So. Über die Kullerhügel. Hi. Na, erstmal stumpf stehen bleiben. So, gibt es eigentlich irgendwas zu entdecken hier unten? Ich glaube, normal würde man das sehen, da müsste man mal drauf achten. Aha, du kannst nicht schwimmen. So, hier ist ein Mario-Ding. Da ist hier ein Stempel. Ah, okay, ich kann nur auf den Dings drauf drücken, wenn ich Mario bin. Das ist auch schon mal interessant. Das muss ich mal wechseln. So, miau. Sterbiget. Wieso bewegen sich die Dinger eigentlich? Das ist wieder so ein... Teilüberbleibsel aus Mario. Jo! Warum sind sie sich auch überlegt? Ich weiß nicht, wie das mit dem Wii-Teil war, weil den kannte ich nicht. Den kenne ich nicht, sagen wir es mal so. Ist hier oben irgendwas? Nein? Ich kann mit Rock rumlaufen. Okay. 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 Na na na. Na 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 na. Münzen meine ich. Aber da kriegt man keinen Schatten bei Münzen und sowas. Hier was? Nein. Wäre auch zu schön gewesen. So, gehen wir hier hoch. Und hier wieder runter. Und dann gehen wir noch auf den Baum. Da ist unsere Münze. So. Da ist ein Täubchen. Das haut bestimmt gleich ab, wenn ich da bin. Natürlich. Das ist noch ein Glöckchen für mich. So. Hier unsichtbare Münzen. Ich könnte jetzt reinpusten, ne? Dann könnte ich das sehen. So, gibt's hier irgendwas? Münzen. Noch irgendwas? Nein. Gut, dann haben wir die Münzen ein. So. Ups. Miau, miau. Ich mag Mäuse. War ja klar, dass irgendwann auch Mäuse auftauchen, ne? Das ist bestimmt auch mal Fisch. Fischis. Komm ich da unten drunter? Ja. Da war ein Leben. Ich habe nämlich hier schon gesehen, dass da Münzen auch drunter sind. Ah, bist du fett. Bist du fett. Kommst da nicht runter? Hilfe, es werden immer mehr. Ah, geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Miau. Miau. So. Die Mauer kalt. Den auch noch. So. Haben. Keine Chance. Gegen sind Mario-Kätzchen. Voll am Start. Mit Pustefunktion. Oh, ein Ball. Okay. Warum auch immer. Warum auch nicht, ne? So, nach lang endlich mal wieder. Rot Münzen alle geschafft. So, wir haben einen Stern nicht gefunden. Was habe ich denn jetzt schon wieder übersehen? Da kann man nicht runter. Ich muss schon irgendwas mit dem Ding hier machen, oder? Ich kann auf jeden Fall mitnehmen. So. Autsch. Nein, das ist auch weg. Wo ist denn der Stern? Weil so viel ist sie am Anfang ja gar nicht. Durchschwimmen kann man auch nicht, nein. Nee. Da oben drauf? Nein. Was habe ich jetzt schon wieder verpasst? Da oben drauf? Ja, da ist er. Ja, da ist er. Da ist er. Da ist er. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Da. Da. Da ist er. Tada!
So. Aber was hat es jetzt mit dem Ball auf sich? Egal. Er ist einfach nur da. Miau. Miau. So. Jetzt habe ich natürlich den Stern erst eingesammelt, nachdem ich den Mitte hatte. Das andersrum zu machen. Wenn ich weiter so bummel, habe ich nämlich gleich keine Zeit mehr. So. Ist hier unten noch irgendwas? Kisten? Da, ah, ganz viel Gummis drin. Ach Gottchen. So, jump, jump und ab in die Röhre. In die Röhre, Mario. Geh in die Röhre. Dankeschön. Hui. Ich weiß. Das Spiel stresst mich nicht. Moment. Passiert irgendwas? Moment. Tada! Sterni! Und ich hab Ball! Ich hab Ball! Ich war gerade so fasziniert von diesem Raum, deswegen habe ich jetzt einfach mal gar nichts gesagt. Oh, schade, nehme ich nicht mit. Ich war so, okay. Was auch immer. So. Warte, warte. So, weiter geht's. Ohne große Umschweife. Da, wo ist jetzt wohl der letzte Stern? Da ist er nicht. Oder ist er auch noch in der Höhle? Oder der hat sich auf einen Baum versteckt. Bäume gucken. Nein? Da sind Gummis drin. War interessant, was da so alles drin ist. Ja, ich weiß. Da irgendwo einer drin? Nein, da ist keiner. Der Baum wackelt. Was ist denn das, was drin ist? Da ist doch mein Pilz. Hm. Aber hier ist nichts hinter, ne? Nein, hier ist nichts hinter. So interessant. Okay. Sonst ist hier nichts mehr, ne? Nein. Okay, dann habe ich jetzt wahrscheinlich in der Höhle noch irgendwo einen übersehen oder so. Oder es gibt auch so einen Geheimgang oder was weiß ich. Naja. Schauen wir uns das anders mal an. Ein Stempel. Butsch. Mario Stempel. Da ist ein pinkes Haus. Warum ist da ein pinkes Haus? Und da ist ein Gegner. Drücke B auf dem roten Bildschirm am Anfang eines Levels, um den Charakter zu wechseln. Ja, das ist mir schon klar. Ja, das ist mir auch schon klar. Dass er speichert, ist mir auch klar. Ich möchte jetzt wissen, was das hier ist. What is this? Hau sie weg im Rätselhaus. Wen soll ich weghauen? Guck was. Willkommen im Rätselhaus. Hier findest du in jedem Raum einen Stern. Versuche so viele wie möglich einzusammeln. Und nun tritt ein. Okay. Machen wir einfach mal. Okay, das ist alles auf Zeit. Naja, Rätselhaus ist was anderes, ne? So, Stern 2. Miau. Miau. Ich finde die Gumba so toll. Miau. So, kein Problem. Es kommt der ultimative Battle. Bestimmt. Hammerbruder. Feuerbruder sogar. Schade ums Power-Up, aber naja. Hauptsache alle Sterne. Das Power-Up kriegen wir wieder. Ich habe sogar noch eins. So, haben wir das auch geschafft.
dum, 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 dum. Speichervorgang geschlossen. Ach komm, den machen wir auch noch platt. Hi. Den machen wir ihm schnell. Aus dem Weg, Maxi Galumpas. Das sind Galumpas und keine Gumbas. Hilfe. So. Sterbiges. Ja, Klein Mario hat die Welt gerettet. Ja. Ich habe keine Mütze. Gegner waren zu groß. Ich war kurz überfordert. Nur ganz kurz. So. Tada. Plupp. Dusel. Tada. Nächstes Level. Sieht sehr kirschig aus. So, mit den zwei Kirschen. Das sieht nach meinem Power-Up aus. Das hatten wir ja eben schon in der Slot-Maschine gesehen. So, da ist eine Münze drin. Jojo, Klein Mario. Save the day. Another time. And go right. Und da ist ein Leben. Komm ich da hin? Ach, ganz einfach. Hab ich mir jetzt schwieriger vorgestellt. Das holen wir uns noch eben schnell. Kann man hier ganz um die Insel rumreiten? Ich glaube schon. Jo, kann man. Gut, rennen wir einmal um die Insel. Ja, da schreit es um Hilfe. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Super Mario 3D World. Wie die Wii U. So zum Spielen und so, ne? Okay, tschüss und bis dann.